Es ist toll, wenn ein TikTok von euch viral geht, wenn eine Petition 100.000 Unterschriften bekommt, aber solange das nichts an realen Verhältnissen in unserer Gesellschaft und auf der Welt verändert, ist es keine erfolgreiche Kampagne, sondern lediglich nur ein paar Klicks oder ein paar Unterschriften. Schön, in eure Gesichter zu sehen. Einmal kurz Handzeichen. Wer hat mitbekommen, dass Kanzler Scholz einige KlimaaktivistInnen bekloppt findet? Ja, das ist passiert die letzten Wochen. Was ist noch so passiert? Ey, ich habe das Gefühl, die Bild textet irgendwie jede Stunde irgendwas mit Klimakleber. Hauptsache irgendwie da draufballern. Spätestens dann ab dem Zeitpunkt, wo die Razzien bei Personen, die mit der letzten Generation zu tun haben, passiert sind, ist es also das Klima-Loll in Deutschland ist einfach so heftig geworden zu diesem Thema. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass gleich Fabian Grischkat über dieses Thema sprechen wird, unter anderem bei dem Vortrag zu zivilem Ungehorsam, dass ich das Gefühl habe, so Alter, wo leben wir denn? Sogar die Vereinten Nationen haben sich in der Verantwortung gefühlt, Deutschland kurz mal zu erinnern, dass KlimaaktivistInnen eine sehr, sehr wichtige Aufgabe haben. Ich bin so, bitte was? Ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr auf Fabian Grischkat gleich. Er ist Influencer, Moderator und Aktivist. Und ihr könnt euch gerne eure Fragen merken, weil am Ende wieder Zeit eingeplant ist, eure Themen mitzunehmen. Also lasst auf jeden Fall darüber auch diskutieren und teilt uns eure Meinung mit. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ich freue mich, wenn ihr gleich aufmerksam zuhört. Wenn ihr zwischendurch nämlich keinen Bock habt oder kurz irgendwie quatschen, lästern, aber in süß oder andere Sachen machen wollt, dann dürft ihr ruhig auch einfach aufstehen und rausgehen, statt hier so zu schnacken. Das wäre voll lieb, weil das respektvoll ist für die Menschen, die hier vorne sind. Deswegen freue ich mich genau, dass ihr jetzt zuhört und ihr auch. Also viel Spaß mit Fabian Grischkat. Ist ein bisschen warm hier oben. Ich habe so einen Fächer bekommen. Ist euch auch warm? Ja, applaudiert mal, wenn euch warm ist. Hier, bitte. Den brauche ich nicht beim Vortrag. Das wäre ein bisschen störend. Genau, mein Name ist Fabian Grischkat. Ich wurde ja gerade schon sehr freundlich angekündigt. Deswegen, ich habe so eine ganz tolle Folie vorbereitet, wo ich jetzt 10 Minuten lang über mich sprechen könnte. Aber ich glaube, deswegen seid ihr heute auch gar nicht hier. Ich mache es ganz kurz. Ich bin Moderator. Ich stehe sowohl vor der Kamera als auch immer wieder auf Bühnen wie dieser. Spreche viel über Klimaschutz, aber eben auch queere Themen. Ich bin Online-Redakteur, hauptsächlich beschäftige mich eigentlich damit, dass ich komplexe Nachrichtenmeldungen und Sachverhalte so übersetze, dass sie auf TikTok, Instagram und Co. verständlich performen. Und ich bin irgendwo auch noch Influencer, das habe ich mir aber nicht freiwillig ausgesucht. Mir folgen einfach nur dann doch erstaunlich viele Menschen auf verschiedenen Plattformen. Ich weiß selbst nicht genau, warum. Kommen wir zu meinem Thema heute, Aktivismus und der Zusammenhang zwischen politischem Aktivismus und sozialen Netzwerken. Ich möchte beginnen und euch erklären, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, dass ich mich aktivistisch engagiere, weil ich bin jetzt nicht morgens einfach aufgewacht und habe gedacht, ja geil, ich starte meine Protestbewegung und klebe mich auf der Straße fest. Ich habe sehr früh in jungen Jahren mich damit beschäftigt, wie Klimazusammenhänge und globale ökologische Zusammenhänge weltweit halt eben zusammenhängen. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, mich vegan zu ernähren. Gibt es Menschen hier im Raum, die vegetarisch oder vegan leben? Einmal Handzeichen. Oh, überdurchschnittlich viel. Aber dann versteht ihr ja vielleicht so ein bisschen, wo ich herkomme. Ich habe irgendwann mal gesehen, das, was auf meinem Teller liegt, das hat vielleicht ganz viel damit zu tun, wie unser Planet sich entwickelt und nicht nur was damit zu tun, was ich essen möchte. Und so kam ich langsam in so eine Klima-Umweltschutzrichtung. Aber so ganz konnte ich mich da nie entfalten, weil ich auch das Gefühl hatte, ich komme aus einem sehr kleinen Dorf, dass ich der Einzige bin dort, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich hatte das große Glück, dass Ende 2018, Anfang 2019 zwei wichtige Dinge passiert sind. Zum einen durfte ich ein Funkformat moderieren, Ozon hieß das. Weil das gibt es leider nicht mehr. Ah, schade. Haben wir aber immer jede Woche über Klimaschutz und Umweltschutz berichtet, hat sehr viel Spaß gemacht. Und Ende 2018 hat sich auch Fridays for Future gegründet. Glaubt man gar nicht, aber vorher gab es quasi keine große Klimagerechtigkeitsbewegung in der jungen Generation. Keine Sorge, in alten Generationen schon. Aber wir jungen Leute hatten zum ersten Mal eine global vernetzte große Klimaprotestbewegung, die ja auch wahrgenommen wurde, die medial wahrgenommen wurde, die von der Politik wahrgenommen wurde. Und diese beiden Ereignisse haben dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich stehe da gar nicht allein da. Ich bin gar nicht der Einzige in meinem Dorf, der sich irgendwie mit Klimaschutz und Umweltschutz auseinandersetzt.
Und so habe ich mich halt eben verschiedenen Protestbewegungen angeschlossen und immer wieder mitmobilisiert, dass Menschen, so wie ihr auch heute, für Klimagerechtigkeit auf die Straße geht. Und wenn ihr euch einen Satz von dieser Präsentation merkt, könnt ihr auch jetzt ein Foto machen und aufschreiben, dann bitte dieses Zitat, denn das ist eigentlich so der Motor, der mich tagtäglich antreibt. Wenn wir erst im Jahr 2100 verstanden haben, was ein Kipppunkt ist, ist das Klima längst gekippt. Ich möchte mit euch heute über... Das ist so bescheuert. Ich möchte mit euch heute über zivilen Ungehorsam sprechen. Ein Wort, das bestimmt auch ihr in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger gehört habt und euch vielleicht auch ab und an mal gefragt habt, was ist das eigentlich? Ziviler Ungehorsam, sind das nur Menschen, die sich auf der Straße festkleben? Gibt es auch noch andere Formen von zivilen Ungehorsam? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das kommt von Henry David Thoreau. Der hat schon bereits vor über... vor über 200 Jahren, aber vor vielen Jahren mal gesagt, ist das Gesetz so beschaffen, dass es dich zwingt, einem anderen Unrecht anzutun, so sage ich, brich das Gesetz. Ziviler Ungehorsam ist also keine Erfindung der letzten Generation und auch keine Erfindung von Fridays for Future, sondern dieses Phänomen gibt es schon sehr, sehr lange. Ich möchte das aber trotzdem mal in die Gegenwart übertragen. Was bedeutet quasi ziviler Ungehorsam heute? Und das habe ich in drei Punkten aufgelistet. Ziviler Ungehorsam ist zum einen öffentlich und gewaltfrei. Wenn ihr euch jetzt zu Hause mit Gewalt an euren Kühlschrank festklebt aus Protest, dass da zu wenig Lebensmittel drin sind, dann ist das kein ziviler Ungehorsam. Ziviler Ungehorsam ist ein bewusster Regelverstoß. Das bedeutet, die Protestierenden wissen ganz genau, dass sie in diesem Moment ein Gesetz oder eine Regel brechen, aber eben mit dem Hintergedanken, dass sie dies tun, um einen Protest gegen ein bestehendes Gesetz oder eine Maßnahme voranzutreiben. Und was auch wichtig ist, ziviler Ungehorsam ist nicht ein Mittel, um die Ablösung aktueller Machtsysteme, zum Beispiel unserer Verfassung, zu fordern. Also anarchistische Gruppen oder auch verfassungsfeindliche Protestbewegungen üben keinen zivilen Ungehorsam aus. Ich möchte gerne mal auf ein Beispiel eingehen, und zwar Lützerath ist vielleicht für euch alle auch ein Begriff. Wer hat noch gar nichts dieses Jahr von Lützerath gehört? Einmal Handzeichen. Ha, einer, zwei sogar. Lützerath war ein kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen, das ganz nah an Garzweiler 2, einem riesen Kohletagebau, lag. Und dieses Dorf sollte abgerissen werden. Dieses Dorf wurde auch abgerissen, um die Kohle, die unter diesem Dorf liegt, abzubaggern. RWE wollte diese Kohle gerne haben. Wir als Klimagerechtigkeitsbewegung haben vieles dafür getan, dass das nicht passiert, waren am Ende aber nicht ganz erfolgreich. Ich habe euch zwei Zitate mitgebracht, einmal von Robert Habeck, der sollte euch wahrscheinlich auch ein Begriff sein, für die, die Robert Habeck auch noch nie gesehen haben, Bundesminister für Wirtschaft und Klima, und Mona Neubauer, die kennt vielleicht dann doch eher weniger von euch, das ist unsere Ministerin für Wirtschaft in NRW, macht also quasi das gleiche wie Robert Habeck, nur in Nordrhein-Westfalen. Und die beiden haben den Abriss von Lützerath damit argumentiert, zum einen sehen wir das hier bei Robert Habeck, dass wir das als Erfolg verbuchen, weil wir schneller aus der Braunkohle aussteigen. Plus, wir bräuchten ja auch diese Kohle, um eine Energieversorgungssicherheit herzustellen. Klingt ja erstmal plausibel. Klar, ist blöd, die Kohle muss da jetzt irgendwie weg, ist irgendwie nicht so klimafreundlich, aber es ist ja irgendwo doch ein Erfolg und anscheinend brauchen wir sie auch. Das war eigentlich gelogen. Denn verschiedene Wissenschaftsinstitute, zum Beispiel das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, aber eben auch die Universität in Flensburg, haben da mal ein bisschen nachrecherchiert, haben gerechnet, haben Forschungen betrieben und herausgefunden, dass wir diese Kohle überhaupt nicht brauchen. Ohne das Dorf Lützerath abzubaggern, könnten wir die Energiesicherheit auch herstellen. Plus, wenn wir diese 280 Millionen Tonnen Braunkohle wirklich aus Lützerath unter der Erde rausholen und verbrennen, dann werden wir auch höchstwahrscheinlich das 1,5-Grad-Ziel brechen. Das 1,5-Grad-Ziel steht im Pariser Klimaabkommen. Da hat sich Deutschland auch verpflichtet, dies einzuhalten. Und das ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen ein, ich würde mal sagen, das Gleichgewicht gerät hier ins Schwanken. Also zum einen sagen Robert Habeck und Mona Neubauer, wir brauchen die Kohle. Und verschiedenste WissenschaftlerInnen sagen, wir brauchen die überhaupt nicht. Es gab auch einen Brief, da haben sich 700 WissenschaftlerInnen angeschlossen, die gesagt haben, wir dürfen Lützerath nicht abbaggern. Und trotzdem wurde an diesen Aussagen festgehalten. Das hat uns dazu bewegt, dass wir dachten, nein, das kann eigentlich nicht stimmen. Wenn die Wissenschaft sagt, dass das nicht stimmt und wenn wir ja auch hier die eindeutigen Beweise haben, dann müssen wir irgendetwas tun. Dann müssen wir vielleicht auch Mittel wählen, die möglicherweise nicht ganz so im Einklang stehen mit dem Gesetz.
Und so haben wir eine Aktion gestartet. Wir haben ganz viele prominente Persönlichkeiten aus Deutschland aufgerufen, sich uns anzuschließen, nach Lützerath zu kommen. Wir haben Busreisen organisiert und haben uns dann mit verschiedensten prominenten, ganz bekannten Gesichtern, hier sieht man auch Luisa Neubauer war mit dabei, Luisa Dellert sieht man hier unten noch auf einem Bild, haben uns auf den Weg nach Lützerath gemacht und uns auf eine Zufahrtsstraße gesetzt. Das sieht man auch hier ganz gut. Das war kurz bevor ich von der Polizei abtransportiert wurde. Kann ich euch auch sagen, ist ein Highlight in meinem Leben gewesen, habe ich noch nie vorher erlebt, aber macht sogar ein bisschen Spaß. Will euch ja hier nicht animieren, aber war gar nicht so schlecht. Warum ist das lustig? Ne? Aber warum haben wir das gemacht? Das hat ja natürlich auch einen etwas ernsteren Hintergrund. In Lützerath waren bereits seit über 2 Jahren AktivistInnen vor Ort. Und diese AktivistInnen waren immer wieder, man kann es nicht anders sagen, unbegründeter Polizeigewalt ausgesetzt. Und wir hatten die geniale Idee, wenn wir es schaffen, Prominente genau dorthin zu bringen, wo auch diese AktivistInnen sind, dann könnte es sein, dass sich vielleicht die Polizisten nicht trauen, so hart und scharf gegen uns vorzugehen, wie sie es die letzten Monate und Jahre getan haben. Und genau das ist dann eben auch passiert. Plus der zweite Hintergrundgedanke war natürlich, wenn Prominente dort auf der Straße sitzen, dann berichten möglicherweise auch mehr Medien darüber und dann geht das Ganze auch mal ein bisschen viraler. Weil Anfang des Jahres begann das zwar, dass auch Lützerath in den Google-Trends immer mehr aufgerufen wurde, aber so ganz war das noch kein Begriff für den Rest quasi von Deutschland. Da in NRW kannte jeder Lützerath, aber hier in Berlin hat kaum jemand über Lützerath gesprochen. Genau, das nochmal zusammengefasst, das waren die beiden Ziele, Aufmerksamkeit schaffen plus Sicherheit für andere AktivistInnen schaffen. Beides konnten wir zumindest kurzfristig erreichen. Seid ihr auf LinkedIn aktiv? Das ist gesund. Nein, das ist auch, glaube ich, eher ein Netzwerk, was vielleicht noch in den nächsten Jahren auf euch zukommen könnte, müsst ihr aber nicht machen, aber sogar auf LinkedIn hat es einen Beitrag von uns geschafft, der sich eben genau um diesen Protest handelte, auf 163.000 Impressionen zu kommen. Die Menschen, die auf LinkedIn aktiv sind, wissen, das ist gar nicht mal so wenig. Hier auch nochmal zusammengefasst, das war dann die Berichterstattung, die quasi nach diesem Protest folgte. Neubauer, Thunberg und Co. macht der Klima-Influencer, stellt Polizei vor Dilemma. Das war auch wirklich lustig, weil die Polizisten auch auf uns einknüppeln wollten und auch schon das Tränengas bereit hatten, dann aber die Durchsage bekamen, nein, nein, die kennt man. Wenn Greta Thunberg auch nur irgendwie einen Tropfen Pfefferspray abbekommt, haben wir einen Riesenskandal hier. Wir haben quasi einen prominenten Schutzraum gebildet für die AktivistInnen vor Ort. Es haben sich dann auch noch weitere Prominente angeschlossen, insgesamt über 200 Stück, die auch einen Stopp forderten. Genau, und die mediale Berichterstattung ging relativ gut voran. Das mal ein Beispiel für zivilen Ungehorsam, der offline und online ganz gut funktionieren kann. Und ich kann es euch auch schon mal vorwegnehmen, nein, keiner von uns hat eine Anzeige bekommen und wir alle hatten am Ende tatsächlich auch gar keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten. Da haben wir uns darauf eingestellt, aber da ist tatsächlich nichts passiert. Ich möchte über euch sprechen und über mich, ich bin ja auch Teil der Gen Z, weil ich gerade ja schon angeschnitten habe, Protest heutzutage ist super wichtig ins Internet zu tragen und vor allem ist es wichtig, das nicht nur in irgendwelche Blogs zu bringen oder Zeitungsartikel, sondern in vertikale Medien. Was sind vertikale Medien? Instagram ist ein vertikales Medium, TikTok ist ein vertikales Medium. Alles, wo zum Beispiel Hochkant-Videos ablaufen, sind vertikale Medien. Ich habe euch hier eine Grafik mitgebracht, die vielleicht auch so ein bisschen euer Gefühl widerspiegelt. Kurzer Check von euch, wer ist am aktivsten auf Instagram? Einmal Hand hoch. Hand bitte hochhalten. Und wer auf TikTok? Die jetzt bitte auch noch melden. Nee, die anderen auch bei Instagram und TikTok bitte hoch. Das ist fast der ganze Raum. Und das sehen wir eben auch hier in dieser Grafik. Die Hauptplattformen, die ihr nutzt, sind zum einen Instagram, TikTok und tatsächlich auch Snapchat. Snapchat klammern wir immer so ein bisschen aus, weil, das muss ich euch nicht erklären, überwiegend wird Snapchat ja doch dann eher als Messenger genutzt oder um sich Fotos zu schicken. Welche Art von Fotos, darauf will ich nicht eingehen. Das wisst ihr besser als ich. Aber es ist jetzt nicht primär ein soziales Netzwerk, in dem aktiv Content konsumiert wird. Wo ist die Generation Z überhaupt nicht mehr vertreten? Das sehen wir hier unten. Auf Twitter lässt es nach, vor allem auf Facebook lässt es nach. Wer von euch hat noch einen Facebook-Account? Und wer von euch ist auf diesem Account noch aktiv? Das habe ich mir fast gedacht und das zeigen auch eben diese Zahlen. Ich habe eine andere Grafik mitgebracht. Die TinCon sagte mir, das ist vollkommen bescheuert, diese Grafik zu zeigen, weil die ist viel zu komplex und ich bräuchte 20 Minuten, um die zu erklären. Ich versuche es in 20 Sekunden. Also, hier auf dieser Seite sehen wir die ganz, ganz, ganz junge Gruppe der Gen Z, 14- bis 19-Jährige. Und hier sehen wir die älteren Gen Zler, also 20- bis 24-Jährige. Und hier haben wir ganz viele soziale Netzwerke aufgelistet. Ihr müsst euch aber nur auf Instagram und auf TikTok und auch auf Snapchat fokussieren. Und da sehen wir, bei der ganz, ganz jungen Zielgruppe ist TikTok tatsächlich gerade auf einer extremen Überholspur.
Instagram dominiert hier noch, aber auch, wie gesagt, ganz dicht gefolgt von TikTok. Und Snapchat hat eben auch eine große Relevanz. WhatsApp hier oben würde ich mal ausklammern, weil es in unseren Augen auch kein soziales Netzwerk ist. Bei den älteren Gen-Zern haben wir eine relativ ähnliche Grafik. Da ist Instagram nochmal deutlich stärker, was die aktiven Nutzerzahlen angeht. Aber auch TikTok kommt hier langsam und Snapchat wird auch weiterhin genutzt. Das also nur mal für euch, falls euer Gefühl das nicht eh schon bestätigt hat. Vertikale soziale Netzwerke sind super relevant für eure und meine Zielgruppe. Jetzt möchte ich darauf eingehen, wie man es schafft, eine gute Brücke zu bauen zwischen Offline-Aktivismus, sich zum Beispiel auf eine Straße setzen, und Online-Aktivismus. Ich habe euch da einen Begriff mitgebracht, Klicktivismus. Ist ein bisschen sperrig, klingt ein bisschen kompliziert, ist aber auch relativ einfach. Im Allgemeinen bezeichnet der Begriff Klicktivismus einfach nur die Nutzung digitaler Werkzeuge für gesellschaftlichen Protest. Und da habe ich noch eine zweite Folie mitgebracht. Das bitte auch merken, wenn ihr irgendeine Sache aus dieser Präsentation heute mitnehmt. Klicktivismus oder auch Aktivismus hat ein konkretes Ziel. Wenn ich eine Petition starte, die überhaupt kein Ziel hat, wo ich gar nicht weiß, wie ich da am Ende ausgehen möchte, dann ist das kein Aktivismus. Dann habe ich vielleicht das Gefühl, ich würde gerade was Aktivistisches tun, aber was Konkretes kommt ja am Ende nicht bei rum. Deswegen eine gute klicktivistische oder aktivistische Kampagne braucht immer ein konkretes Ziel. Plus, dieses Ziel muss messbar sein. Es bringt nichts, dass ihr am Ende das Gefühl habt, ich habe was ganz Tolles bewirkt und ganz viele Menschen setzen sich jetzt für den Klimaschutz oder Umweltschutz ein. Ihr müsst das irgendwo messen können. Das kann bei einer Demonstration zum Beispiel die TeilnehmerInnenzahl sein. Das kann bei einer Petition die Unterschriftenzahl sein. Und das kann im Endeffekt auch, wenn zum Beispiel durch diese Petition ein Gesetz verhindert wird oder geändert wird, eben diese Entscheidung sein. Also Aktivismus, konkretes Ziel plus Messbarkeit. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Das ist die End Endo Silence Kampagne, die ich unter anderem mit Matthäus Berg und Theresa Krone im vergangenen Jahr ins Leben gerufen habe. Kennt jemand von euch, ist Endometriose für euch ein Begriff? Hier nicken ein paar. Wer von den Typen, mal ganz ehrlich, hat noch nie was von Endometriose gehört? Ja. Ich kann euch beruhigen, ich kannte Endometriose auch nicht. Das ist eine Krankheit, die Menschen mit Gebärmutter betrifft. Die meisten Männer sind also davon überhaupt nicht betroffen und kaum einer in der Gesellschaft spricht über Endometriose. Das Problem ist, obwohl Endometriose in Deutschland kaum ein Thema ist, betrifft es ca. 2 Millionen Menschen, die in diesem Land leben. Und es ist auch nicht mal eben irgendwie ein Schnupfen, der einmal im Jahr stattfindet, sondern eine sehr schmerzhafte chronische Krankheit. Und wir haben gefordert, dass zum einen mehr Fördergelder für die Forschung dieser Krankheit bereitgestellt werden, plus dass die Aufmerksamkeit besser über diese Krankheit aufgeklärt wird. Und wie haben wir das gemacht? Ich habe euch hier mal ein paar Beispiele unserer Kampagne mitgebracht. Wir haben eine Petition gestartet, wir haben Social-Media-Profile angelegt, wir konnten CreatorInnen, wie zum Beispiel hier die Anna, gewinnen, die mitgemacht hat, die Petition nach vorne zu bringen. Tatsächlich hat sogar Thilo Jung Karl Lauterbach in einem Interview auf unsere Petition angesprochen. Wir waren bei den RTL-Nachrichten und es haben sehr, sehr, sehr viele Zeitungsartikel, unter anderem hier auch zum Beispiel Watson oder das Redaktionsnetzwerk Deutschland, über uns berichtet. Wozu hat das geführt? Wir haben es tatsächlich geschafft, 100.000 Unterschriften in 13 Tagen zu sammeln. Klingt für euch jetzt nicht mehr viel. Ich weiß, wenn jetzt wahrscheinlich Montana Black eine Petition startet, hat er das in 3 Sekunden. Aber für uns war das total toll. Unser Ziel waren tatsächlich 10.000 Unterschriften in 14 Tagen. Und dann hatten wir 100.000 in 13 Tagen. Ja, und wozu hat das geführt? Tatsächlich werden jetzt jährlich 5 Millionen Euro für die Endometrioseforschung bereitgestellt. Das ist nicht das Optimum. Ja, ein Mann rettet die Welt. Huh. Das war vor allem der Verdienst von Theresa Krone, möchte ich an dieser Stelle betonen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, auch unter anderem durch diese Kampagne, 5 Millionen Euro jährlich für die Endometrioseforschung bereitzustellen. Das ist nicht das Optimum. Wir hätten gerne da einen höheren Betrag gesehen, aber das ist zumindest ein Anfang. Und genau das meine ich eben mit messbaren Kampagnen. Hier habt ihr etwas, was ihr am Ende quasi wie ein Abi oder ein Uni-Abschluss in der Tasche habt. Das kann euch keiner nehmen. 100.000 Unterschriften können auch im Endeffekt egal sein, aber dass 5 Millionen Euro jetzt jährlich für diese Forschung bereitgestellt werden, das ist ein definitiv messbares Ergebnis. Ich sehe, ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen renne ich jetzt ein bisschen durch. Zweites Beispiel, das ich ins Leben gerufen habe, das war die One Life
One Love Livestream-Kampagne. Letztes Jahr fand ja die WM in Katar statt, die Herrenfußball-Weltmeisterschaft. Und ich fand das blöd, weil ich die menschenrechtlichen Bedingungen in Katar irgendwie ein bisschen schwierig fand. Und deswegen habe ich ein Alternativangebot ins Leben gerufen. Wir haben jedes Mal, wenn Deutschland gespielt hat, parallel einen Livestream veranstaltet. Und dazu habe ich mir Naes Mohamed ins Boot geholt. Naes Mohamed ist Aktivist und queer und kommt aus Katar und ist die erste queere Persönlichkeit aus Katar, die sich öffentlich geoutet hat. Und ich dachte, Mensch, Naes, gibt es nicht eine Möglichkeit, wie wir euch supporten können? Und er sagte, ja, ich habe hier einen Verein gegründet, mit dem wir halt queere Projekte in der Golfregion unterstützen können. Das sieht nur gerade keiner. Alle schauen die Fußballweltmeisterschaft, aber uns kriegt hier keiner mit. Also haben sich diese tollen Menschen zusammengeschlossen. Ich bin bis heute überwältigt, dass die alle mitgemacht haben. Und gemeinsam mit mir, immer wenn Deutschland gespielt hat, sich vors Handy gesetzt und ein Alternativangebot geschaffen. Wir haben das mit sehr perfiden Werbetricks beworben. Zum einen haben wir Zitatposts gefälscht. Messi hat nie was von unserer Kampagne mitbekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und Messi hat auch das niemals gesagt, aber trotzdem sieht das ja erstmal relativ authentisch aus. Wir haben Grafiken so angelegt, dass sie aussehen, als hätte irgendwie euer Vater das gerade in die Familiengruppe geschickt und haben diese Bilder auch in Familiengruppen geschickt und in Telegram-Gruppen und auf Facebook haben wir das gepostet und wir haben so getan, als könnte man über unsere Domain sportschau.eu, gibt's nicht mehr, müsst ihr nicht gucken, aber sportschau.eu schneller die Spiele sehen können und ohne Werbeunterbrechung. Das war absolut gelogen. Sportschau.eu führte nämlich genau zu diesem Livestream, in dem wir Spenden gesammelt haben. Liebe Grüße auch an die ARD, die da eine ganz freundliche E-Mail dann geschrieben hat. Die fand es nicht so lustig. Auch hier wieder Ergebnis, Messbarkeit, wozu hat das geführt? Wir haben es tatsächlich geschafft, in einem Monat knapp $30.000 für diesen queeren Verein von Naes Mohamed zu sammeln. $30.000, ja, im Vergleich zu den Summen, die bei der WM ausgegeben werden, gebe ich zu, ist das nicht viel, aber für queere Menschen in Katar ist das ein super wichtiges Zeichen und auch eine unglaubliche Summe, die wir da sammeln konnten. Ihr müsst nicht jedes Mal applaudieren. Den Applaus leite ich mal an Naes weiter, der auch bis heute weiterhin kämpft für die Rechte der queeren Community in Katar. Digitaler Ungehorsam, letzter Punkt und dann dürft ihr noch Fragen stellen. Digitaler Ungehorsam, ist das möglich? Klar, man kann sich auf die Straße festkleben, aber ich glaube, viele von euch haben da vielleicht auch gar keine Lust drauf. Auch so bei 30 Grad irgendwie im Schatten ist das gar nicht mal so angenehm, sich da den ganzen Tag auf die Straße zu kleben, kriegt man Sonnenbrand, ist blöd. Aber es gibt auch die Möglichkeit, digital ein bisschen aufmüpfig zu sein. Die bekanntesten Beispiele dafür sind vermutlich zum einen hier Edward Snowden, den ihr bestimmt auch schon mal gesehen habt, und Julian Assange. Der eine ist der WikiLeaks-Gründer und der andere hat halt von den Geheimdiensten Dokumente vor 10 Jahren veröffentlicht. Übrigens, Julian Assange sitzt bis heute in Haft. Ich empfehle euch sehr, nach diesem Vortrag euch weiterhin mit diesen beiden Personen auseinanderzusetzen, weil was da bis heute passiert, ist einfach nur skandalös. Aber diese beiden Personen haben unter anderem gezeigt, dass eben so ein digitaler Ungehorsam möglich ist. Die Frage, die ihr euch jetzt vielleicht stellt, ja total toll, bekannte Persönlichkeiten, aber wie können wir denn was machen? Wie können wir denn jetzt irgendwie von heute auf morgen auch digital ungehorsam werden? Ich möchte nächstes Jahr nochmal auf dieser Bühne stehen. Und ich möchte auch nicht irgendwie gleich hier in Handschellen abgeführt werden. Deswegen werde ich euch jetzt nicht eine Anleitung geben, aber ich werde euch ganz theoretisch beschreiben, was man machen könnte. Was ihr natürlich nicht machen sollt, aber angenommen, ihr würdet die E-Mail-Adresse von einem Kommunalpolitiker oder einem Abgeordneten herausfinden, wo ihr wisst, dass diese Person zum Beispiel gerade für ein Gesetz, für eine Gesetzesverhandlung verantwortlich ist, die ihr aufhalten wollt, wo ihr nicht mit einverstanden seid, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel dieser Person Kalendereinträge einstellen könntet. Dazu kann man solche Mailing-Tools bauen. Erkläre ich euch nicht, wie das geht. Ich kann euch nur sagen, das ist gar nicht so schwierig. Ein paar Programmierkenntnisse reichen da vollkommen aus. Mailing-Tools sind Webseiten, da könnt ihr und andere NutzerInnen die E-Mail-Adressen angeben und über eure E-Mail-Adressen werden dann zum Beispiel im Terminkalender von Olaf Scholz Termine eingestellt. Das sieht dann bei dem so aus. Das ist richtig nervig, weil jeder Tag voll ist mit dem immer gleichen Termin. Und bis sie das herausgefunden haben, wer dahinter steckt, sind mindestens 20 Minuten vergangen und 1000 Termine schon drin. Macht das auf keinen Fall. Das ist nicht gut und das nervt PolitikerInnen. Ich habe euch nicht gesagt, dass ihr das tun sollt, aber dass ihr das mal gesehen habt, so rein in der Theorie. Das ist möglich zum Beispiel, wenn ihr auch auf eurer kommunalen Ebene mal digital ungehorsam sein wollt. Und ich sehe, hier wird ein Schild hochgehalten. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen über der Zeit drüber. Ganz kurz nochmal zu einem anderen Begriff. Slacktivismus ist das Gegenteil quasi zu erfolgreichen Online-Aktivismus. Das habe ich vorhin schon beschrieben. Wenn eine Kampagne
das Gefühl erzeugt, sie würde etwas verändern, aber im Endeffekt überhaupt kein Ziel hat und gar nichts verändert, dann spricht man von Slacktivismus. Seid da vorsichtig, wenn ihr mal auf Petitionen stoßt, wo ihr euch auch schon fragt, wozu dient das denn jetzt, was haben die denn für konkrete Forderungen? Nicht jede Petition braucht unbedingt eure Unterschrift und wird auch nicht unbedingt etwas verändern. Ja, das habe ich quasi gerade erklärt. Das sind daraus nochmal meine Learnings für erfolgreichen Online-Aktivismus. Zum einen braucht ihr immer ein messbares Ziel und dieses Ziel muss konkret sein, dass es auch wirklich alle nachher verstehen. Numbers don't lie. Es ist manchmal notwendig, eine Extrameile zu gehen, so wie wir das gemacht haben, zum Beispiel bei der Katar-Kampagne, dass wir irgendwelche Zitate gefälscht haben oder uns Domains gekauft haben. Das ist anstrengend, aber oft halt leider notwendig für erfolgreichen Online-Aktivismus. Plus, es muss immer einen Offline-Bezug haben. Es ist toll, wenn ein TikTok von euch viral geht, wenn eine Petition 100.000 Unterschriften bekommt, aber solange das nichts an realen Verhältnissen in unserer Gesellschaft und auf der Welt verändert, ist es keine erfolgreiche Kampagne, sondern lediglich nur ein paar Klicks oder ein paar Unterschriften. Vielen Dank. Ich höre ein lautes Woo aus der ersten Reihe. Und Leute, das ist euer Moment, den ihr schon euer ganzes Leben lang herbeirufen wolltet, dieses wundervolle Mikro zu haben. Dann werfe ich euch das zu und dann könnt ihr noch weiter darüber schnacken. Und Fabian, du kannst ja in der Zeit erzählen, inwiefern du das Gefühl hast, dass deine Stimme Gehör findet, gerade wenn du auf Offline guckst und wie wichtig das ist. Ja, kann ich mich da hier unten hinsetzen? Ich finde das genauso wie Tara auch immer blöd, wenn man so hochgestellt irgendwie über den Ding steht. Komm zu uns. Und dann komme ich zu euch mit diesem Mikro. Und dann könnt Was war die Frage? Sorry. Sag mal, wie sich das anfühlt für dich als Person, halt als Influencer, als erfolgreiche Person des öffentlichen Lebens, wie deine Position in Bezug auf Klimaaktivismus ist oder in Bezug auf zivilem Ungehorsam, dass du ja offline merkst, deine Taten bringen halt auch was. So, wie ist das für dich? Weil, keine Ahnung, du machst es ja jetzt nicht seit 10 Jahren. In der Größe hat sich ja entwickelt. Ich habe früher sehr lustige Videos gemacht. Also ich fand die lustig, andere Menschen vielleicht eher nicht so. Aber ich habe gesagt, es ist Comedy. Wenn einer lacht, dann ist es ja fast lustig. Ja, doch. Ich habe bestimmt auch mal gelacht. Doch, auf jeden Fall. Und irgendwann kam so ein bisschen die Erkenntnis, dass es ganz toll ist, wenn man Comedy-Videos macht. Aber man kann ja auch mal was mit Sinnhaftigkeit tun. Ich glaube, das entsteht auch aus einem relativ fast schon egoistischen Grund. Ich fühle mich tatsächlich ganz gut, wenn ich morgens aufstehe und weiß, ich mache was halbwegs Sinnvolles. Voll, als wenn ich einfach nur noch der Clown im Internet bin. Das war so mein Beweggrund. Und was ich ganz toll finde, auf solchen Events wie zum Beispiel auch hier und heute, kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, hey, ganz toll, wir haben eure Kampagne gesehen, haben wir unterschrieben. Ja. Also das bringt einen unglaublich weiter. Natürlich sind Nachrichten im Social-Media-Bereich auch schön, aber so ein direkter Kontakt und so direkte Gespräche, wie die heute auch hier stattfinden, die empowern einen natürlich dann nochmal mehr. Und was sagst du dann so zum Thema Verantwortung, gerade ab dem Zeitpunkt, wo man irgendwie ein großes Following hat, ist das eher was Druck schafft oder ist das gut, weil halt gerade große InfluencerInnen einfach ihre Verantwortung und damit auch ihr Privileg spüren? Und dann seid ihr dran, Leute, let's go! Erzähl mal, wie ist das so mit der Verantwortung? Ja, ich finde das immer furchtbar, wenn sich CreatorInnen aus der Verantwortung quasi entziehen wollen, weil sie sagen, wir sind ja gar keine politischen Influencer, wir machen ja auch nur Quatschvideos, ist auch egal, was wir hier sagen, es ist überhaupt nicht egal. Also ich denke, jeder und jede mit 10.000, aber auch 100.000 oder Millionen Followern muss sich dessen bewusst sein, welche Zielgruppe die Person erreicht und dass das oft halt eben auch junge Menschen sind, die da erreicht werden. Keiner muss ein Engel sein, keiner muss irgendwie der perfekte Mensch sein, aber ich erwarte von allen CreatorInnen, ob sie politisch oder auch nicht politisch sind, dass sie zumindest gewisse Grundregeln einhalten. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele prominente Gesichter überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das gerade so ein wenig wandelt, weil es auch dann sehr schnell da Gegenwind gibt und dieser Gegenwind ist gut. Deine Frage. Okay. Hi, also erstmal, ich finde es sehr, sehr cool, was du machst und ich wollte fragen, ob du trotzdem schon mal Teil einer Kampagne warst oder einem Projekt oder das vielleicht auch gestartet hast, das dann aber gescheitert ist und wenn ja, wie du damit umgegangen bist. Ich habe mich vor 2 Monaten mal als Queerbeauftragter für Berlin beworben und also ich bin es nicht. Spaß, aber also zum Beispiel, das war auch von Anfang an eine Spaßkampagne. Ja, wir haben schon auch im Klimabereich sehr viele Projekte ins Leben gerufen. Lützerath zum Beispiel, streng genommen, war auch eine Kampagne, die ja im Endeffekt nicht erfolgreich war. Also wir können das jetzt als Erfolg darstellen und sagen, ganz viele Menschen waren auf unserer Seite, aber messbar ist, dass dieses Dorf nicht mehr da ist und dass diese Kohle nun dort abgebaggert wird. Also streng genommen war Lützerath auch keine erfolgreiche Kampagne. Ich glaube aber auch aus solchen
nicht unbedingt erfolgreichen Kampagnen kann man immer etwas Gutes für sich mitnehmen. Im Fall Lützerath ist das zum Beispiel eine unglaubliche Aufmerksamkeit, die dieses Thema bekommen hat, nicht nur in der Region NRW, sondern auch in ganz Deutschland. Plus, wir hatten ja zumindest kleine Teilerfolge, die gezeigt haben, gewisse Formen des Protests, die wir gewählt haben, lassen sich vielleicht auch in der Zukunft weitertragen und sind dann möglicherweise auch erfolgreicher, als sie das in Lützerath waren. Aber ich würde auch mich da, glaube ich, anderen AktivistInnen anschließen. Von 5 Kampagnen, die man ins Leben ruft, ist vielleicht eine ansatzweise wirklich nachher erfolgreich. Letzte Frage von dir. Könnt ihr mich hören? Ja, okay. Hi, es ist gar nicht so richtig eine Frage, aber ich habe tatsächlich auch eine Weile in Lützerath gewohnt und es war auch mein Zuhause. Krass. Und ich fand es wirklich voll bewegend, so deine Perspektive auf das Ganze zu hören. Und es hat mich richtig glücklich gemacht. Und ich wollte noch so ein bisschen ergänzen, dass so, auch wenn der Ort weg ist, sind die Menschen natürlich immer noch da und kämpfen auch immer noch weiter. Und ihr könnt die auch immer noch unterstützen. Ja. Und es gibt auch immer noch ähnliche Orte wie Lützerath, in denen dieser gleiche Kampf gefochten wird. Und andere besetzte Wälder zum Beispiel haben wir in Deutschland immer noch ein paar. Zum Beispiel den Waldi in der Nähe von Osnabrück und den Alti. Und es gibt wirklich ganz viele solche Orte, wenn ihr euch nur mal damit beschäftigt. Und da ist es aber so, dass Lützerath bis jetzt der einzige Ort war, der eben wirklich nur so eine gute Social-Media-Kampagne hatte, dass so auch Menschen, die sich jetzt nicht direkt damit auseinandersetzen, das mitbekommen haben. Und gerade wenn ihr halt so diesen Online-Bezug habt und vielleicht irgendwie auch Online-Aktivismus euch vorstellen könnt, das ist wirklich unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist gerade so das, was vielleicht das Allerwichtigste ist für die Klimabewegung gerade. Ja. Danke. Mega. Yes. So, Fabian, wird man dich noch auf dieser... In der Lausitz zum Beispiel soll ja genau quasi das Gleiche passieren, was in Lützerath passiert ist. Ihr könnt auf die Seiten von verschiedenen Klimagerechtigkeitsbewegungen gehen. Fridays for Future hat da ganz viel Infomaterial. In Rügen sind wir gerade sehr aktiv, weil wir keinen Bock auf LNG-Terminals haben. Also ich will mich da vollkommen anschließen, es stimmt vollkommen. Der Kampf ist noch nicht ganz verloren und checkt deswegen gerne verschiedene Klimaprotestbewegungen aus. Genau. Mega. Vielleicht schaffen wir es diesmal... ein Dorf in Lützerath, also drumherum wurden ja auch Dörfer gerettet, aber das ist ein Erfolg, den die Grünen vermissen. Ein wirklicher Erfolg ist das nicht. Vielen, vielen Dank, Fabian. Danke euch, danke. Applaus